darf Sie herzlich begrüßen zum zweiten Thema, die Essenz von Gesundheit. Ich habe 1999 nach der eigenen Erkrankung, wo auch meine Kinder damals leicht hyperaktive Tendenzen gezeigt haben, meine Frau mit Schlafstörungen reagiert hat, begonnen mit einer einzigartigen E-Smog-Forschung, habe in Zusammenarbeit mit Ärzten, deren Patienten, bei deren Patienten das häusliche Umfeld untersucht, habe Frequenzen untersucht, also Resonanzen, welche Frequenz mit welchen Körperbereichen Resonanz geht. Und durch ganz einfaches Abschalten wurde uns allen klar, dass an dem Thema Mobilfunk wirklich etwas dran sein muss, weil speziell nach Abschalten zum Beispiel vom Schnurlostelefon in freistehenden Häusern ganz deutlich zu sehen war, dass zum Beispiel Schlafstörungen verschwunden sind, Depressionen verschwunden sind, hyperaktive Reaktionen verschwunden sind. Im Laufe dieser Arbeit habe ich dann wirklich etwas ganz Wundervolles entdeckt. Und es war die Physik der Natur. Ich bin mehr oder weniger die sogenannten Zufälle, gaben mir immer die richtigen Informationen in mein Leben. Und ich durfte erkennen, dass im 20. Jahrhundert eigentlich noch Menschen wie Max Planck, Georges Lakowski, Heisenberg, Halberg von der NASA noch ganz klar war, welche Rolle, welche zentrale oder basale, also fundamentale Rolle das Schwingungsfeld der Natur, das Schwingungs- und Informationsfeld der Natur liefert. Und Georges Lakowski hat es mal mit drei Sätzen auf den Punkt gebracht: Leben entsteht durch natürliche Strahlung, Leben wird durch natürliche Strahlung er- bzw. unterhalten, und wird dieses Schwingungsgleichgewicht gestört, dann wird Leben vernichtet. Das hat dieser Mann schon im letzten Jahrhundert, in den 1920er Jahren gesagt, und ich denke, es bringt es richtig auf den Punkt. Dr. Wolfgang Ludwig hat in seinem Buch Informative Medizin Schwingungsspektrum aufgezeichnet, die Abstrahlung eines menschlichen Körpers, und die beginnt mit einem Herz, also einer Schwingung pro Sekunde, und geht bis in den Bereich von 10 hoch 21 Hertz, das sind Trillionen Hertz. Und wir schwingen in die Natur und die Natur schwingt zurück, sprich Erde, Sonne, sogar kosmische Hintergrundstrahlung, sagt Wikipedia, ist eine hochenergetische Teilchenstrahlung. Und der Biophysiker Siegfried Kionke hat in seinem Buch Tater Zelle auf Seite 52 gesagt, dass eine Frau bis zu 6000 Kilokalorien an Wärmeenergie pro Tag in den Raum abstrahlt und ein erwachsener, ausgewachsener Mann bis zu 9000 Kilokalorien. Und wenn wir jetzt aber mal sehen, wie viel wir durch Nahrung ausgleichen, dann ist das, was wir durch Nahrung zu uns nehmen, in etwa ein Viertel bis ein Drittel der Energie, die wir an Wärmeenergie abstrahlen. Und da ist die Frage, wo kommt der Rest der Lebensenergie her, die wir abstrahlen? Und die kommt halt von Erdmagnetfeld, Sonnenmagnetfeld und von der hochenergetischen Teilchenstrahlung. Und Professor Fritz Albert Popp hat in einem Buch von Bernd Senf im Vorwort geschrieben, 100.000 biochemische Prozesse pro Sekunde, pro Zelle werden vom Naturfeld gelenkt durch Aktivierung von Biophotonen. Das heißt, nicht unser Gehirn lenkt unsere Prozesse, das Zusammenspiel aller Zellen, und nicht jede Zelle bekommt dieselbe Information, weil eine Augenzelle braucht eine ganz andere Aufgabenbeschreibung wie eine Lungenzelle. Und selbst im Auge braucht jede Zelle eine andere Aufgabenbeschreibung, damit das Orchester von 80 Billionen Zellen im richtigen, ja, ganz einfach synchron miteinander kommuniziert. Und als ich im Gespräch 2003 im Gespräch
nach dem Symposium in Heidelberg mit dem Professor Popp gefragt habe, ja, aber das ist ja Wahnsinn, wenn jede Zelle ein anderes Informationspaket bekommt. Das heißt ja 80 Billionen unterschiedlicher Informationspakete. Und in dem Moment, ich habe hochgerechnet auf alle Menschen, 7,5 Milliarden Menschen, alle Tiere, von den großen Tieren, von großen Fischen bis hin zur kleinen Mikrobe. Und dann wurde mir es mit einem Schauer am Rücken bewusst. Und ich bin wirklich kein esoterischer Spinner oder religiöser Typ, sondern ein naturverbundener Mensch. Und in dem Moment wurde mir bewusst, mein Gott, das kann nichts mehr anderes sein wie die Schöpfung. Diese Perfektion kann nur noch die Schöpfung hervorbringen. Und das ist genau einem Wilhelm Reich bewusst geworden. Das ist einem Herrn Max Planck bewusst geworden, der gesagt hat, dass es die Schöpfung ist. Er hat als Physiker zu seiner Zeit sogar das Wort Gott in den Mund genommen. Und wir haben alle vergessen, und es wurde uns aus allen Lehrbüchern, aus den Lehrbüchern der Heilpraktiker sogar herausgestrichen, herausgetilgt, dass wir in erster Linie physikalische Schwingungswesen sind, die in einem Informationsfeld, in einer Perfektion von Information baden, Energie täglich zugeführt bekommen und diese wunderbare Einheit, diese wunderbare wirkliche Einheit, die alles miteinander verbindet, Satz 3 von Herrn Lakowski war, wird dieses Schwingungsgleichgewicht gestört, dann wird Leben vernichtet. Und ich möchte Sie bitten, die Augen davor zu verschließen. Es hat 26 Jahre gedauert. Aber jetzt kommt diese Fehlinformation auf Erbgutebene durch. Und für mich ist es nichts anderes, wie im Vergleich mit dem Computer. Dort haben wir, wenn wir ein Windows haben, haben wir ein Windows-Betriebssystem. Und wenn wir ein Mac haben, ein Apple-Rechner, dann haben wir ein OS-Betriebssystem. Und das Betriebssystem ist das, was uns die Natur liefert. Und alles Weitere, was wir dann draufspielen an Software, das ist zum Beispiel dann die Biochemie in unserem Körper. Also alle biochemischen Vorgänge. Und damit die richtig laufen, muss erstmal das Betriebssystem sauber sein und darf nicht gestört werden. Und dieses Betriebssystem wird jetzt aber gestört. Und das bedeutet nichts anderes wie am Computer ein Virus. Ein Virus ist ja kein Virus wie in der Medizin, sondern ein schadhaftes Programm mit Fehlinformationen, was ihr Betriebssystem zum Kollabieren bringt. Und genau so müssen wir das sehen, dass jetzt der Mobilfunk unser Betriebssystem stört, Fehlinformationen auf den Körper gibt, und irgendwann jetzt nach 26 Jahren der Schutz um unser Erbgut durch ist, so wie ein Specht irgendwann durch das dickste Holz durch ist. Und wenn dann diese Information auf Erbgutebene ankommt, dann sagt die Zelle, ich kann mit dieser Information nichts mehr anfangen. Das ist wie eine fremde Sprache oder ja, etwas, was nicht verwertbar ist für die Zelle. Und das ist der Beginn jeder Erkrankung. Warum soll ein Körper denn krank werden, wenn er ein Informationswesen ist? Wenn wir Informationswesen sind, dann müssen wir die Krankheitsursache auch auf der informativen Ebene suchen. Und für mich ist es bis zum heutigen Tag, inzwischen sind es 19 Jahre, eigentlich bei jeder Erkrankung konnte ich nachweisen, dass Fehlinformation die absolut tief liegendste Ursache für Erkrankung ist. Man muss sich schon mal überlegen, dass es im letzten Jahrhundert, oder bewusst machen, dass im letzten Jahrhundert es allgemein bekannt war, auch durch die Weltraumforschung der NASA, dass wir physikalische Wesen sind. Und in den letzten 50 Jahren ist es einfach aus allen Lehrbüchern gestrichen worden. Qui bono, sage ich da nur. Wer profitiert? Und Sie werden selbst drauf kommen. Man will uns glauben lassen, wir sind biochemische Wesen und es ist doch lächerlich, wir haben ein physikalisches Problem und das versucht man jetzt mit Chemie auszugleichen, mit Pharmazeutika auszugleichen. Das ist in etwa genauso clever, wie wenn Sie einen Stromausfall haben und Sie drücken jetzt irgendeine Spritze in die Steckdose. Also für mich ist es einfach lächerlich.
Ich möchte nochmal zusammenfassend sagen, wir haben neue Probleme, die mit den altbewährten Heilmethoden, die sind gut. Homöopathie, braucht man gar nicht drüber reden, gute Geschichte. Viele andere Naturheilverfahren, super Sache. Aber all denen ist die stille Kraft, die immer im Hintergrund für Ordnung gesorgt hat und die den wenigsten überhaupt bewusst war. Leute wie vielleicht Albert Schweitzer, der wusste das noch. Der sagt, die Ärzte sind nur Impulsgeber. Den Rest lenkt Mutter Natur, weil sie steuert und lenkt den inneren Arzt. Und genau diese Kraft im Hintergrund, die ist uns einfach durch den Mobilfunk verloren gegangen. Und es ist so. Ich beweise das seit 19 Jahren. Weil sonst hätten wir nicht so viel Erfolg mit austherapierten Menschen, mit unserem Umweltkonzept. Und was das darstellt, das erkläre ich im nächsten Video. Beziehungsweise im nächsten Video sprechen wir mal über die 6 heftigsten Lebensenergieräuber. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann gleich wieder, sofern Sie möchten. Auch hier wieder die Empfehlung, schauen Sie sich entweder, nehmen Sie sich die Zeit, eine knappe Stunde, mein Interview mit dem David Irubis, haben wir ganz spontan abgedreht, ohne große Vorbereitung, aber da ist im Wesentlichen auch alles drin und gesagt. Und laden Sie sich die 12 Seiten PDF runter. Es lohnt sich, das anzuschauen. Wem das zu viel ist, ist auch okay. Aber denen, die es lesen, kann ich versprechen, dass dort sehr viel Weisheit und Wissen drin steckt, was in 19 Jahren gewachsen ist und was es so in der Zusammenstellung kein zweites Mal finden werden. Ich bedanke mich.